Meine sehr geehrten Damen und Herren Pressevertreterinnen und Pressevertreter hier im Fürstenzimmer, aber auch all denjenigen draußen an den Bildschirmen, einen schönen guten Nachmittag zu unserer Pressekonferenz anlässlich der aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus hier in der Stadt Augsburg. Wir haben sehr kurzfristig zu dieser Pressekonferenz eingeladen, weil es einfach kurzfristige Umstände gibt, die mitgeteilt werden müssen. Wir hatten bereits ja in den letzten Wochen einen drastisch ansteigenden Wert der Corona-Zahlen zu vermelden, aber vor allem über das Wochenende ist wirklich nochmal explosionsartig die Zahl nach oben geschnellt. Die 7-Tages-Inzidenz für Augsburg, das sind fast 50. Wir liegen mit Stand heute früh bei 49,3. Das heißt, der Signalwert 35 pro 100.000 Einwohner wurde überschritten und der Schwellenwert 50 pro 100.000 Einwohner ist fast erreicht. Die Überschreitung des Schwellenwerts am Wochenende, Sie erinnern sich vielleicht, dass wir am Freitag noch einen Wert von gut 29 pro 100.000 Einwohner vermelden konnten. Diese Überschreitung am Wochenende über die 35 war von Freitag auf Samstag vor allem durch ein Ausbruchsgeschehen in einem Seniorenzentrum in Inningen bedingt, wo 14 Bewohnerinnen und Bewohner und 5 Personen aus dem Personalbereich positiv getestet wurden. Diese Überschreitung dieses Werts von 35 war in diesem konkreten Fall nachvollziehbar. Wir wussten also, wo entsprechend die Infektionen herkamen, konnten schnell die Kontakte ermitteln. Die Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten war entsprechend auch gewährleistet. Aber im Laufe des gesamten Wochenendes sind 93 neue Fälle dazugekommen. Und von diesen 93 Fällen müssen wir momentan 49 mit noch unbekannter Infektionsquelle verzeichnen. Und genau diese unbekannten Infektionsquellen sind auch das Problem. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich schon mal im August in einer Pressekonferenz erläutert habe, dass das Überschreiten des Signalwertes von 35 ein Signal ist, aber per se noch gar nicht unbedingt etwas auslöst, vor allem dann nicht, wenn man eben weiß, woher die Infektionen kommen, Kontaktpersonen ermittelt werden können und damit Infektionsketten auch entsprechend unterbrochen werden können. Schwierig wird es eben, wenn genau dieses nicht mehr stattfinden kann. Bis 35 pro 100.000 Einwohner ist es bundesweit für die Gesundheitsämter in der Regel ein gut abzuarbeitender Vorgang. Die Nachverfolgbarkeit kann sichergestellt werden und Infektionsketten werden unterbrechen können. Und wir hatten ja so im August und September auch einige Cluster, wie wir es nennen. Das heißt vor allem viele Reiserückkehrer, die betroffen waren. Aber jetzt inzwischen ist das Infektionsgeschehen eben diffuser, komplizierter und zum Teil nur schwer lokalisierbar. Und wenn wir eben diesen 35er-Wert überschritten haben und eben nicht mehr genau wissen, wo es passiert ist, dann wird es eben auch schwierig, die Infektionsketten zu durchbrechen und das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten. Und wie gesagt, über das Wochenende haben wir eben vermehrt Infektionen mit unbekannter Quelle, das eben auch entsprechend die Nachverfolgung erschwert. An meiner Seite ist der Leiter unseres Gesundheitsamts, Herr Dr. Wiebmer, der ja momentan dort die Leitung innehat. Er wird jetzt dann gleich ein bisschen genauer erörtern, was genau passiert ist, wie sich genau gerade auch das Infektionsgeschehen auch darstellt. Ich möchte vielleicht bloß vorab ein paar wichtige Dinge aus meiner Sicht sagen. Es ist eben jetzt wichtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um eben eine weitere Ausbreitung zu verhindern und um das Infektionsgeschehen kontrollierbar zu halten. Das Infektionsgeschehen ist vor allem dort hoch, wo kein Abstand gehalten wird und wo konsequent auch keine Maske getragen wird. Und jeder, der am Wochenende in der Stadt unterwegs war, hat gesehen, dass es einfach schon auch viele gibt, die gerade den Abstand von 1,50 Meter nicht mehr so ganz einhalten. Und das Masketragen ist für manche wohl auch eher ein Hindernis, denn das, dass sie einfach auch mit dem Masketragen die Allgemeinheit mitschützen. Wir müssen deswegen, um diese
explosionsartige Vermehrung der Fälle, dem entgegenzuwirken, die Zahl der Kontakte trotz Beginns der kalten Jahreszeit und der damit verbundenen Verlegung vieler Aktivitäten in Innenräume eben wieder reduzieren. Und da haben wir eine Strategie hier in Augsburg entwickelt, die aber natürlich sehr dem ähnlich ist, was auch andere Städte tun, die kurz davor sind, den Schwellenwert zu reißen bzw. den Schwellenwert auch schon gerissen haben. Es geht darum, nochmal zu sensibilisieren für die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln für die gesamte Bevölkerung. Es geht darum, nochmal die spezifischen Hygienekonzepte für verschiedene Branchen und Einrichtungen festzuklopfen. Es geht darum, dass wir sicherstellen müssen, dass die Kontaktnachverfolgung zur vollständigen Unterbrechung der Infektionsketten auch tatsächlich stattfinden kann und dass eben zusätzlich regionale Beschränkungsmaßnahmen greifen, wenn eben die Kontaktnachverfolgung absehbar aufgrund der hohen Inzidenzien nicht mehr vollständig möglich sind. Unser Gesundheitsamt ist in den letzten Wochen und Monaten schon sehr im Fokus gewesen, eben entsprechend mit personellen Unterstützung, mit zusätzlichen Stellen. Wir haben vorgearbeitet, sodass ab morgen 8.30 Uhr 20 zusätzliche Personen das Gesundheitsamt unterstützen werden. Die Vorbereitungen, die also in den letzten Wochen und Monaten ergriffen worden sind, greifen jetzt. Und darüber hinaus werden wir eben auf Basis der Empfehlungen aus der 7. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates Bayern lokale Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Coronavirus auch entsprechend einzudämmen. Das regelt sich auch ein bisschen anhand der Empfehlungen, die die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche mit den 11 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der größten deutschen Städte getroffen hat. Die Rechtsgrundlage für all das, was ich Ihnen jetzt dann nachher auch entsprechend erläutern werde, ist eine Allgemeinverfügung, die ab Dienstag, dem 13. Oktober um 0 Uhr in Kraft treten wird und zunächst für 7 Tage gelten wird. Aber bevor wir zu den einzelnen Regelungen kommen, möchte ich als erstes Herrn Dr. Wiebner bitten, dass er uns ein bisschen erläutert, was eigentlich genau in den letzten Tagen passiert ist und wie die Einschätzung des Gesundheitsamts lautet. Herr Dr. Wiebner, bitte. Ja, vielen Dank. Wir haben tatsächlich nun in den letzten Tagen erlebt, dass sich das Infektionsgeschehen in Augsburg wesentlich verändert hat. Es sind nicht nur deutlich mehr Fälle geworden, sondern diese vielen Fälle, die jetzt hier gemeldet werden, deuten auch darauf hin, dass sich das Infektionsgeschehen in gewisser Weise weiter verselbstständigt hat und an Fahrt aufgenommen hat. Wir hatten ja in der ersten Welle, wenn Sie sich erinnern, im März, April, auch schon die Situation, dass wir da eigentlich nie von Hotspots oder dergleichen gesprochen haben. Ausbruchsgeschehen war eigentlich auch nicht das Hauptproblem zu der damaligen Zeit, sondern es war ein Problem, das einfach die gesamte Bevölkerung betroffen hat. Im Sommer und auch insgesamt in den letzten Wochen war die Betrachtungsweise in Bayern eine andere, in ganz Deutschland eine andere. Wir haben uns damals auf Hotspots konzentriert, auf Ausbruchsgeschehen, die ja tatsächlich auch vorhanden waren, aber die auch immer ganz gut durch die Arbeit der Gesundheitsämter dann zu begrenzen waren, sodass die Infektionsketten dort immer unterbrochen werden konnten. Und die Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung war von diesen Ausbrüchen in der Regel ja meistens gar nicht berührt. Inzwischen haben wir eine neue Situation. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wieder ein deutliches Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung abläuft. Wir haben keine Hotspots, wir haben keine Cluster, wir haben ein einziges kleineres Ausbruchsgeschehen in einem Pflegeheim und alle anderen Ansteckungen, die finden tatsächlich einfach in der Gesellschaft statt. Wir sprechen jetzt eben deshalb von einem diffusen Infektionsgeschehen, das eben die gesamte Bevölkerung betrifft. Und das würde ich jetzt hier mal mit einigen Zahlen auch mal darstellen. Wir sehen hier eine Übersicht der Altersverteilung in den verschiedenen Phasen dieser Pandemie in Augsburg. Oben links die Zahlen der Altersverteilung in der ersten Welle über den gesamten Zeitraum März bis einschließlich Juni. Im Juni gab es natürlich kaum mehr Fälle und auch im Mai kaum mehr Fälle. Also wir sehen hauptsächlich die Fälle von März bis April.
und sehen dort vor allem, dass es sich eigentlich um eine relativ gleichmäßige Verteilung in der Bevölkerung gehandelt hat damals. Wir hatten relativ wenige Kinder und Jugendliche dabei, was einerseits daran liegen könnte, dass damals natürlich die Schulen und Kindergärten geschlossen waren oder andererseits auch daran liegen kann, dass sie weniger getestet worden sind. Was wir aber vor allem sehen, ist eine überdurchschnittlich hohe Zahl an über 80-jährigen Menschen in Augsburg, die betroffen waren. Und da muss man dazu sagen, das war auch am Anfang der ersten Welle nicht so. Da waren kaum ältere Menschen betroffen. Das kam dann erst im Laufe der ersten Wochen dazu, dass dann hier so viele Menschen betroffen waren. Und wie Sie sich vielleicht erinnern, sind in diesem Rahmen ja dann auch 15 Todesfälle in der ersten Welle aufgetreten. Im Juli, das ist jetzt die Grafik rechts oben, war die Situation eine ganz andere. Damals hatten wir eben verschiedene Cluster. Es hat vor allem einige Einrichtungen betroffen, vor allem einige größere Familien und auch ein Restaurant zum Beispiel war betroffen und Firmen. Es war also alles immer auf bestimmte Cluster beschränkt. Die Bevölkerung war da nicht betroffen. Und wir haben damals auch eine ganz andere Altersverteilung gehabt, nämlich sehr viele kleine Kinder damals betroffen, auch sehr viele Jugendliche, insgesamt sehr viele junge Menschen und vereinzelt auch tatsächlich einige ältere Menschen. Und auch in diesem Rahmen kam es ja dann leider zu einem Todesfall. Jetzt schauen wir uns die letzten 4 Wochen an. Zunächst die letzten 2 Wochen des September, das ist die Grafik unten links. Da sehen wir also, dass jetzt zu Beginn von dem, was wir jetzt sehen, auch vor allem junge Menschen betroffen waren, relativ wenige kleine Kinder wiederum, aber es waren auch kleine Kinder betroffen, aber über 60-Jährige waren so gut wie nicht betroffen. In den letzten 2 Wochen, das ist die Grafik unten rechts, hat sich das Ganze jetzt etwas gewandelt. Insgesamt haben wir eine noch gleichmäßigere Verteilung über die Altersgruppen als zuvor. Im Grunde schon ähnlich wie in der ersten Welle. Und wir haben nun auch plötzlich sehr viele ältere Menschen, die betroffen sind. Das ist natürlich eine schlechte Entwicklung, die aber zu erwarten war und die natürlich damit jetzt auch einhergeht, dass die Lage insgesamt kritischer zu betrachten ist und auch gefährlicher wird, was Todesfälle und schwere Krankheitsverläufe betrifft. Was Sie hier sehen in diesen Grafiken, sind also alle Fälle, die wir gemeldet haben. Uns interessiert natürlich als Gesundheitsamt vor allem, was ist denn das tatsächliche Infektionsgeschehen. Und da hilft es natürlich nicht zu betrachten, die Reiserückkehrer zum Beispiel, die sich in Augsburg gar nicht angesteckt haben, sondern außerhalb von Augsburg. Und es ist auch nicht so hilfreich, die ganzen Kontaktpersonen zu betrachten, denn da ist die Quelle ja klar. Das ist kein gutes Abbild des Infektionsgeschehens, vor allem dann, wenn es sich um ein größeres Ausbruchsgeschehen handelt, das die Bevölkerung ja gar nicht betrifft, aber zu vielen Kontaktpersonen führt. Also haben wir seit einiger Zeit ja angefangen, auch die Zahlen zu melden der Fälle mit unbekannter Infektionsquelle, die man sozusagen als treibende Kraft des ganzen Infektionsgeschehens sehen kann oder zumindest als Indikator für die treibende Kraft. Also diese Menschen sind wahrscheinlich eben an den eigentlichen Infektionsquellen am nächsten dran. Und zwar an den Infektionsquellen, die wir eben nicht kennen, die aber eben zu dem führen, was wir jetzt aktuell sehen. Und auch da sehen wir jetzt in dieser Grafik, dass da eine gewisse Gleichverteilung ist. Also es gibt jetzt keine besonderen Ausreißer, aber die jungen Menschen, gerade die 10- bis 20-Jährigen, sind da tatsächlich überrepräsentiert. Die stecken sich tatsächlich an Orten an, die wir nicht nachvollziehen können, die einfach unbekannt bleiben. Also in deren sozialen Umfeld findet eine große Ansteckung statt. Auch natürlich betroffen weitere Menschen der jüngeren Altersgruppe. Bei den Menschen über 60 lässt es danach. Ganz besonders bemerkenswert hier in dieser Grafik, dass keine Kinder unter 10 Jahre dabei sind. Und das ist ein Phänomen, das versuchen wir gerade noch zu ergründen. Ich gehe nicht davon aus, dass da tatsächlich keine Kinder existieren in Augsburg unter 10, die sich möglicherweise irgendwo infiziert haben und wir wissen das nicht. Also die Kinder, die wir identifiziert haben in dieser Altersgruppe, haben wir immer nur dadurch identifiziert, dass wir die als Kontaktperson erfasst haben. Aber eben, es muss
rein statistisch gesehen auch hier Kinder geben. Und wir gehen davon aus, dass hier eine Untererfassung erfolgt, entweder dadurch, dass nicht die richtigen Kinder getestet werden oder insgesamt zu wenige Kinder unter 10 Jahren getestet werden. Und das Ganze werden wir jetzt mal weiter verfolgen, ob man das nicht noch verbessern kann, um auch hier die Kinder zu identifizieren, die möglicherweise betroffen sind. In der nächsten Grafik sehen Sie nun die zeitliche Entwicklung der Fälle mit unbekannter Infektionsquelle, eben als Indikator für das Infektionsgeschehen tatsächlich bei uns in der Stadt, unabhängig von irgendwelchen Reiserückkehrern. Und da sieht man nun, dass in den letzten Wochen dieses Infektionsgeschehen deutlich zugenommen hat und nun eben erheblich zugenommen hat. Was unklar ist, ist, warum in den letzten 2 Wochen davor relativ wenig Fälle waren. Das war ja ein bayernweites Phänomen. In ganz Bayern hatten wir da plötzlich deutlich weniger Fälle. Es kann auch nicht erklärt werden, warum es so ist. Aber ich habe ja auch vor 2, 3 Wochen schon öfters darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen, dass es eine deutliche Dunkelziffer in Augsburg gibt. Also viele Fälle, die wir einfach nicht erkennen können, die uns nicht gemeldet werden, die nicht getestet werden und die aber zum Infektionsgeschehen erheblich beitragen. Und die werden höchstwahrscheinlich weiter existiert haben. Das heißt, wir haben zwar hier keine Fallmeldungen in diesem Bereich, aber allein die Tatsache, dass wir uns jetzt hier wiederfinden mit diesen hohen Zahlen, deutet darauf hin, dass es tatsächlich in den letzten 2 Wochen, wie bereits von uns vermutet, ein erhebliches Infektionsgeschehen in Augsburg gegeben hat, eine erhebliche Dunkelziffer, die nun dazu beiträgt, dass wir jetzt eben relativ rasch und es scheint eben schon fast unerwartet, so hohe Zahlen bekommen haben. Also zusammenfassend nochmal müssen wir eben feststellen, es gibt jetzt keine wesentlichen Hotspots in Augsburg und auch keine besonders relevanten Ausbruchsgeschehen und keine Cluster, die in sich geschlossen sind, sondern ein wirklich diffuses Geschehen, was die gesamte Bevölkerung betrifft. Zu den Fallzahlen möchte ich vielleicht gleich erwähnen, weil dazu sicherlich Fragen kommen werden, dass wir also die aktuellsten Fallzahlen natürlich hier vor Ort generieren, also das, was Sie auf unserer Homepage sehen können, lesen können, das sind also tatsächlich die tagesaktuellen Rohdaten, die auch gültig sind. Was dann beim LGL ankommt, dauert meistens einige Tage, hat also eine gewisse Verzögerung. Das heißt, Sie werden in den nächsten Tagen möglicherweise noch länger dort nicht die gleichen Zahlen finden, wie wir sie hier haben. Das ist aber eben kein Fehler, da ist nichts verloren gegangen, das ist einfach derzeit das derzeitige Meldesystem, das einfach zu Verzögerungen führt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wiebmann. Ich möchte mich an der Stelle auch stellvertretend bei Ihnen für alle Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt bedanken. Sie laufen seit Wochen auf Volllast und unter extremer Belastung müssen ansprechbar sein für die Bevölkerung und vieles mehr. Herzlichen Dank dafür. Ja, was machen wir nun? Ich habe es gerade vorher gesagt, der aktuelle Wert heute am Montag ist bei 49,3. Der Tag ist nicht vorbei und es werden momentan viele Tests ausgewertet, sodass unser Gesundheitsamt davon ausgeht, dass heute, morgen, spätestens am Mittwoch die 50 gerissen sein wird. Deswegen möchte ich Ihnen aber trotzdem sozusagen das komplette Maßnahmenpaket vorstellen. Zum einen, was gilt jetzt bis zum Erreichen der Schwelle von 50 und was gilt dann, wenn die Schwelle von 50 überschritten ist. Ich mache das in 2 Blocks. Bei der Inzidenz zwischen 35, was wir ja bereits deutlich überschritten haben, und 50 gilt Folgendes. Bei Teilnehmerkreisen einer Zusammenkunft in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken gilt künftig, dass der Teilnehmerkreis mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Partnern, Partnerinnen und Partner einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstandes oder maximal 10 Personen betragen darf. Dann vor allem für Veranstaltungen gilt, dass bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Vereins- und Parteisitzungen und nicht öffentliche Versammlungen bis zu maximal 50 Teilnehmende in geschlossenen Räumlichkeiten oder bis zu maximal 100 Teilnehmende unter freiem Himmel erlaubt sind.
Zuschauerinnen und Zuschauer, sowohl im Profisport als auch im Breitensport, sind ab jetzt nicht mehr zugelassen. Das gilt also sowohl für die Spiele des FCA oder des AEV als auch für die ganz normalen Sportvereine. Und da möchte ich auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass es auch nicht möglich ist, dass dort Eltern oder Begleitpersonen mit dabei sind. Also es gilt wirklich, die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, die dort Fußballspiele austragen wollen, zum Beispiel Fußballspiele, können dies tun, aber ohne Publikum und Begleitpersonen außenrum. Wir werden eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht einführen, und zwar für folgende Veranstaltungen: zum einen auf dem Stadtmarkt, auf dem ganzen Gelände, zum anderen bei Wochen-, Floh- und Kunsthandwerkermärkten und auch bei der Lechhauser Kirchweih, die am Wochenende starten wird, gilt auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht. Außerdem werden wir den Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken am kommenden Donnerstag, den 15.10., am Freitag, den 16.10. und am Samstag, den 17.10. zwischen 21 und 6 Uhr des Folgetages an folgenden Örtlichkeiten verbieten: Maximilianstraße, Holbeinplatz, Rathausplatz, Ludwigstraße, an der Blauen Kappe zwischen Klinkertorstraße und Altes Kauzengässchen und Leonhardsberg. Ausgenommen sind natürlich Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich von Gaststätten oder eben im Rahmen von Veranstaltungen auf Veranstaltungsflächen. Des Weiteren werden wir den Konsum von alkoholischen Getränken auf folgenden öffentlichen Plätzen, Orten und Anlagen am Donnerstag, den 15.10., am Freitag, den 16.10. und am Samstag, den 17.10., jeweils zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages verbieten: Maximilianstraße, Rathausplatz, Elias-Holl-Platz, Holbeinplatz, Königsplatz, Ludwigstraße, Fronhof und die Grünanlage an der Blauen Kappe. Und auch hier gilt natürlich, dass ausgenommen ist der Konsum von alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich von Gaststätten während der Öffnungszeiten sowie im Rahmen von Veranstaltungen auf Veranstaltungsflächen. Das sind die Regeln, die gelten zwischen 35 und 50. Sollten wir in den nächsten Tagen die Inzidenz von 50 überschreiten, so werden wir zum einen folgende Regelungen treffen, die dann für die Dauer von 7 Tagen gelten wird. Und zwar geltend ab dem Tag der Veröffentlichung als ersten Tag. Wir werden in dem Fall die Zusammenkunft von Personen im Rahmen Ehegatten, eigener Hausstand, Lebenspartnerinnen und weitere Angehörige eines Hausstands auf maximal 5 Personen begrenzen. Also nicht 10 wie zwischen 35 und 50, sondern auf maximal 5 Personen. Bei Veranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage und so weiter dürfen in geschlossenen Räumen dann maximal 25 Teilnehmende vor Ort sein. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel wird die Gesamtpersonenzahl auf 50 festgelegt. Sollten wir den Wert von 50 überschreiten, werden wir an stark frequentierten Plätzen und Straßen in der Innenstadt eine Maskenpflicht einführen. Diese Maskenpflicht gilt für Fußgänger, sie gilt nicht für Radfahrerinnen und Radfahrer oder Rollerfahrerinnen und Rollerfahrer oder für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Die entsprechenden Örtlichkeiten sind die Innenstadt entsprechend der Verordnung, die wir ja auch schon im Rahmen der Stadtsommers auch zu Rate gezogen haben, als es um das Thema Verbot von Glasflaschen ging. Und dazu kommt aber noch die Bahnhofstraße, die Viktoriastraße und der Bahnhofsvorplatz. Wenn der Wert von 50 überschritten wird, dann gilt bei Veranstaltungen nicht nur, dass beim Stadtmarkt, bei Wochen-, Floh- und Kunsthandwerkermärkten und bei der Lechhauser Kirchweih Maskenpflicht herrscht, sondern dann auch in Kinos, in Theatern und sonstigen Darbietungen vor Publikum, und zwar eben auch
am Sitzplatz. Dann werden wir, sollte der Wert von 50 überschritten werden, eine Sperrstunde einführen, die eben im besten Fall maximal für eine Woche halten wird. Das bedeutet also, dass die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages untersagt sein wird. Der Besuch von Einrichtungen, vor allem der Altenpflege, Pflegeeinrichtungen und so weiter, wird täglich auf eine Person beschränkt, pro Patient oder Bewohner. Das sind die Allgemeinverfügungen, die momentan oder die jetzt veröffentlicht werden. Wie gesagt, wir sind noch unter der 50, sodass wir mit den noch etwas leichteren Einschränkungen momentan hantieren müssen, können, dürfen. Aber wie gesagt, sobald der Wert von 50 überschritten ist, wird dann eben die nächste Stufe gezündet, sodass wir das Infektionsgeschehen auch entsprechend in den Griff bekommen. Die Frage wird sicher auch sein, was mit sonstigen Freizeitkultureinrichtungen, Messe, Tagungen, Kongressen, Versammlungen und Demos stattfinden wird. Da sind momentan keine weiteren Maßnahmen geplant, weil es dort zum einen keine Auffälligkeiten gibt. Es liegen individuelle Hygienekonzepte vor. Wir haben dort auch Veranstalter, die sehr sensibilisiert sind darauf, dass diese Hygienevorschriften auch eingehalten werden. Uns geht es auch darum, Dinge trotzdem möglich zu machen, soweit es irgendwie geht, sie möglich zu machen. Das bedeutet also ganz im Konkreten, dass zum Beispiel die Grindtec momentan nicht abgesagt werden muss, weil die Messe und der Veranstalter AFAG hier entsprechende Hygienekonzepte mit unseren Behörden auch abgestimmt hat, sodass wir da momentan keine Notwendigkeit sehen, auch entsprechend einzugreifen. Ansonsten werden wir natürlich die Dinge auch weiter genau beobachten, das lokale Infektionsgeschehen uns anschauen und dann eben in Einzelfällen auch reagieren müssen. Was, denke ich, wichtig ist, ist, dass wir keine Sondergenehmigung derzeit mehr aussprechen. Also eine Sondergenehmigung war zum Beispiel das ganze Konzept Sommer in der Stadt. Das würden wir momentan nicht machen bei den Fällen, die vorliegen. Aber solche großen Genehmigungsvorlagen liegen momentan auch nicht vor, sodass diese Entscheidung auch nicht zu treffen ist. Was natürlich eine wichtige Frage ist, ist, wie geht es mit den Kitas und den Schulen weiter? Es gibt hier ja auch entsprechende Informationen, Elternbriefe und Flyer, vor allem an die Kindergarteneltern. Und da darf ich nun an die zweite Bürgermeisterin und die Bildungsreferentin Martina Wild weitergeben, die da die aktuellsten Informationen hat. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Unser Ziel ist es natürlich, komplette und flächendeckende Schul- und Kitaschließungen so lange als möglich zu vermeiden. Das ist wichtig für die Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt und es ist auch wichtig für die Eltern, dass der Präsenzunterricht und die Präsenzbetreuung so lange wie möglich aufrechterhalten werden können. Ich möchte an der Stelle auch sagen, dass es keinen Automatismus gibt, der beim Überschreiten eines Schwellenwerts automatisch eine nächsthöhere Stufe auslöst. Stattdessen entscheiden die örtlichen Gesundheitsbehörden immer im Hinblick auf das konkrete Infektionsgeschehen vor Ort, also hier in Augsburg. Auch wenn der Inzidenzwert in Augsburg demnach über 50 liegen könnte, kann die Stufe 2, die sogenannte gelbe Phase des Drei-Stufen-Plans, den es ja sowohl für die Kitas als auch für die Schulen gibt, weiterhin gelten. Und da möchte ich noch mal deutlich sagen, wir versuchen, so lange als möglich den Schul- und Kita-Betrieb aufrechtzuerhalten, denn uns allen ist bewusst, wie sehr gerade Kinder, Jugendliche und Familien unter dieser schwierigen Situation leiden. Derzeit haben wir an den Schulen nur Teilschließungen. Eine komplette Schulschließung gab es in Augsburg glücklicherweise noch nicht. Allein heute gab es Corona-Fälle und Quarantänemaßnahmen beim Holbein-Gymnasium, Werner-von-Siemens-Mittelschule, Heinrich-von-Butz-Realschule, Maria-Ward-Realschule und der Berufsschule 1. Wie soll es nun bei den Schulen weitergehen? Hierzu haben wir morgen einen runden Tisch mit dem Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt und den Ministerialbeauftragten, um hier auch noch gemeinsame Gespräche zu führen.
Unser Vorschlag ist ganz klar, die Maskenpflicht ab der 5. Klasse auch im Unterricht nun einzuführen. Ich möchte in dem Kontext auch noch auf zwei weitere Maßnahmen eingehen. Die kalte Jahreszeit steht ja vor der Tür. Wir haben also da noch weitere Herausforderungen, nicht nur in den Schulen, sondern allein schon auf dem Schulweg, wenn vermehrt der ÖPNV genutzt wird. Bisher haben die Stadtwerke ja seit den Sommerferienende eine Taktverdichtung auf gewissen Linien vollzogen. Sie setzen Verstärkerbusse ein. Und wir von Seiten des Referates 4 haben Gespräche mit Schulleitungen geführt. Wir sehen es ja beispielsweise an der Linie 3. Dort haben Absprachen für einen gestaffelten Schulstart stattgefunden. Wir versuchen in Absprache mit weiteren Schulleitungen und den Stadtwerken natürlich auch weiterhin Schülerinnenströme zu entzerren. Ein weiteres Thema im schulischen Kontext ist ja das sogenannte Lernen zu Hause 2.0. Da darf ich Ihnen die frohe Botschaft verkünden, dass wir noch diese Woche anfangen, die digitalen Leihgeräte, die im Förderprogramm Sole von Seiten der Stadt beschafft wurde, an den Schulen auch faktisch zu verteilen. Und zudem sind wir froh, dass wir weitere Kontingente bestellen können, weil das Förderprogramm Sonderbudget digitale Endgeräte nochmals aufgestockt wird und so wie für Augsburg insgesamt ca. 3.000 Geräte insgesamt bekommen. Dann möchte ich zu den Kitas kommen. In den Kitas, und das hat Herr Dr. Wiebmer ja vorhin angesichts der Infektionszahlen und der Altersgruppenspezifizierung auch deutlich gemacht. Glücklicherweise haben wir in den Kitas bisher nur wenige Quarantänemaßnahmen und wenige Schließungen von Gruppen gehabt. Wie läuft es nun in der Stufe 2 angesichts der angestiegenen Infektionszahlen weiter? Wir hatten heute Vormittag zusammen mit dem Gesundheitsamt einen runden Tisch, haben uns ausgetauscht mit den gesamten Kita-Trägern und den Kita-Leitungen. Und die von uns vorgeschlagenen und umzusetzenden Maßnahmen sind die Maskenpflicht für die Erzieher und Erzieherinnen, weitere Reihentestungen für die Mitarbeitenden, der deutliche Appell nochmal an alle Kita-Einrichtungen, ab jetzt in festen Gruppen zu arbeiten und auch das Essen für die Kinder nun quasi fest zu verteilen und fest auszugeben und dass die Kinder nicht mehr den Schöpflöffel selber betätigen. Wir empfehlen den Kitas des Weiteren, auch über die Öffnungszeiten nachzudenken, Früh- und Spätdienste gegebenenfalls einzuschränken, weil dort nicht in festen Gruppen gearbeitet wird. Und wir empfehlen ganz deutlich auch, und das gilt sowohl für Kitas als auch für Schulen, auf Feste und Veranstaltungen in der nächsten Zeit zu verzichten. Das betrifft beispielsweise das Martinsfest und Lichterfeste, die im Herbst ja auf der Tagesordnung stehen. Und ganz allgemein gilt sowohl für Kitas als auch für Schulen, halten Sie Elternabende, Elternbeiratssitzungen oder auch die Elternbeiratswahlen, die ja jetzt anstehen, online ab. Machen Sie Videokonferenzen, das schützt alle. Sie sehen, die Schulfamilien und Kita-Familien haben in den letzten Wochen und Monaten die Herausforderungen bisher ganz gut gemeistert. Dafür darf ich mich auch noch mal herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Nun gilt es aber eben auch, in den Kitas und Schulen gut durch den Herbst und Winter zu kommen. Dafür müssen wir weiterhin mit den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie zurechtkommen und natürlich die entsprechenden Hygienemaßnahmen in den Schulen, an den Kitas und im Alltag natürlich umsetzen und einhalten. Reduzieren Sie in den Kitas, in den Schulen die Kontakte aufs Nötigste. Halten Sie Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüftenregeln ein. Gehen Sie achtsam miteinander um, denn wir wollen ja alle für unsere Kinder, Jugendlichen und Familien den Schul- und Kita-Alltag so lange wie möglich aufrechterhalten. Ja, vielen Dank, Martina Wild. Das ist für mich auch wirklich ein sehr wichtiges Anliegen, dass vor allem der Kita-Betrieb und der Schulbetrieb weiterlaufen kann, auch in dieser Corona-Zeit, weil ich einfach aus vielen Gesprächen mit Eltern weiß, wie sehr anstrengend es in der ersten Lockdown-Phase war
Homeschooling, Kinderbetreuung, Job und alles andere unter einen Hut zu bekommen. Und das möchten wir, wenn es irgendwie geht, so lange wie möglich, dass es normal weiterläuft. Schluckt. Ja, liebe Augsburgerinnen, liebe Augsburger, liebe Zuschauer, der Kampf gegen die Corona-Pandemie wird sich vor allem auch in dem Maß an Solidarität entscheiden, mit dem wir als Gesellschaft bereit sind zu geben. Und ich habe für jeden Verständnis, der sagt, er hat auf diese Pandemie keine Lust mehr. Das geht mir nicht anders, das geht dem Gesundheitsamt nicht anders, das geht unserer Bildungsreferentin nicht anders. Und jedem, mit dem ich in den letzten Tagen und Wochen gesprochen habe, kommt dieses Feedback. Aber wir müssen jetzt hart entscheiden. Wir müssen vor allem deswegen hart entscheiden, weil ich diesen Erfolg, den wir als Stadt Augsburg eigentlich gemeinsam zu verzeichnen haben, nämlich dass wir bisher sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind, diesen Erfolg will ich nicht aufs Spiel setzen, sondern ich möchte, dass wir eben auch weiterhin gut durch diese Krise kommen. Es gibt ganz unterschiedliche Betroffenheiten. Manche sind gar nicht betroffen, die waren auch vom ersten Lockdown nicht wirklich betroffen, weil sie normal weiterarbeiten konnten, nicht in Kurzarbeit gerutscht sind, keine Selbstständigkeit hatten, die auf dem Spiel stand. Und es gibt andere, die sind sehr betroffen. Also beispielsweise, wenn ich an diejenigen denke, die in der Gastronomie unterwegs sind, die in der Gastronomie arbeiten, dort gibt es auch heute noch Bereiche, die immer noch geschlossen haben, die seit Monaten keinen einzigen Euro verdient haben. Und deswegen sind die Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben, auch eine Entscheidung fürs Gemeinwohl. Und deswegen möchte ich Sie alle bitten, ganz einfache Dinge einzuhalten. Tragen Sie die Alltagsmasken. Es ist ein Stück Stoff, wo ich glaube, dass es durchaus zumutbar ist, dass man dieses Ding trägt. Es gibt ja auch ganz nette Exemplare mit floralem Muster oder allem anderen, das durchaus ja auch ein modisches Accessoire sein kann. Ich möchte Sie bitten, dass Sie Abstand halten. Ich war sehr erschrocken am Wochenende, als ich in der Stadt unterwegs war und sich niemand mehr großartig an die 1,50 Meter Abstand gehalten hat. Und ich kenne die Diskussionen, auch auf meinem Facebook-Account, die mir sagen, ich lasse mir doch von Ihnen nicht vorschreiben, ob ich eine Maske tragen soll. Das ist meine eigene Entscheidung, ob ich Abstand halte. Und es ist etwas, was einfach nur mich betrifft. Nein, es betrifft eben nicht nur einen alleine. Mit dem, dass man keine Maske trägt, dass man keinen Abstand hält, gefährdet man vor allem alle anderen. Und die nächste Diskussion, die ich immer wieder lese, ist, ja, das eine sind die Infektionszahlen, das andere ist, wer ist denn tatsächlich krank? Es gibt viele, die infiziert sind, es aber gar nicht merken. Herr Dr. Wiebmer hat es vorher erläutert und sehr gut erläutert, wie eben durchaus diese versteckten Infektionen dazu führen, dass es zu einem erhöhten Ausbruchsgeschehen kommt. Aber wenn ich vielleicht selber infiziert bin, es nicht merke, bin ich trotzdem Überträger dieses Virus und kann jemanden anstecken, der vielleicht eine Vorerkrankung hat, der älter ist oder der entsprechend diesen Virus nicht nur einfach als Infektion mit sich herumträgt, sondern tatsächlich schwerwiegend erkrankt. Und das ist eigentlich die Krux an diesem Virus, dass wir aufeinander Acht geben müssen, dass es eben nicht nur um einen selber geht, sondern dass es vor allem um diejenigen geht, die um einen drumherum sind. Und deswegen möchte ich Sie wirklich bitten, nutzen Sie und beachten Sie vor allem unsere AH+L-Regel, das heißt Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, die Alltagsmasken tragen und jetzt auch im Winter regelmäßig lüften. Vermeiden Sie unnötige Kontakte, das heißt, überlegen Sie sich genau, mit wem Sie sich treffen. Müssen Sie, wohin, kann man es vielleicht auch verschieben, wäre es vielleicht nett, wenn man jemanden trifft, geht mir auch so, aber es ist nicht wirklich notwendig, machen Sie es einfach nicht. Es dient einfach dem allgemeinen Gemeinwohl und der Gesundheit von uns allen. Und ich möchte auch noch einen Appell an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber richten. Prüfen Sie, inwieweit auch Homeoffice-Möglichkeiten in Ihren Betrieben wieder möglich sind. Schauen Sie, ob eben Arbeitssituationen auch entzerrt werden können, damit es einfach zu so wenig direkten Kontakten ohne Abstand der Mitarbeitenden kommt, wie es irgendwie auch nur möglich ist. Mit all diesen Maßnahmen glauben wir
und hoffen wir, dass wir gut durch den Herbst und durch den Winter kommen, weil ich möchte nicht, dass wir in Augsburg einen zweiten Lockdown erleben, mit allen Schwierigkeiten für unsere Kinder, mit allen Schwierigkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit allen Schwierigkeiten für unsere Wirtschaft, die wir einfach auch dringend brauchen, damit unser Sozialstaat auch rund läuft und damit wir hier auch entsprechend Wohlstand und Einkommen haben. In dem Sinn, bitte machen Sie mit. Herzlichen Dank. Und nun Ihre Fragen. Frau Zissler. Dankeschön. Und zwar wollte ich fragen, wie es momentan an der Teststation aussieht, wie da die Situation ist, ob genug Testkapazitäten da sind. Herr Dr. Wiedmer, wollen Sie? Also ich habe tatsächlich jetzt die Zahlen der letzten Woche jetzt noch nicht gesehen. Allerdings haben wir keinerlei Meldung, dass die Zahlen schon ausgeschöpft werden. Das heißt, man kriegt noch Termine. Allerdings fahren wir tatsächlich an einem recht hohen Niveau. Das heißt, das Testzentrum wird auch sehr gut genutzt. Und wir haben ja tatsächlich auch für den Fall, dass dann die Kapazitäten eng werden, auch noch die Möglichkeit, da noch weitere Kapazitäten zu schaffen. Also jeder ist tatsächlich aufgefordert, bei Symptomen sich dort auch testen zu lassen. Primär sollte man sich zwar an den Hausarzt wenden, nach Möglichkeit sollte der auch abstreichen, aber sollte das nicht möglich sein, kann tatsächlich jeder Bürger sich dann dort auch abstreichen lassen. Das sollte ruhig auch rege genutzt werden, die Kapazitäten sind vorhanden. Vielleicht auch zur Ergänzung, es ist ja auch die Frage, was mit dem Testzentrum passiert, nachdem ja das Testzentrum verlegt werden muss, nachdem die Grindtec an der Messe ja stattfindet und die Messehalle dort für die Messe gebraucht wird, ist es heute die Entscheidung gefallen, dass es tatsächlich ins alte AWS-Depot in die Isarstraße umgezogen wird, zumindest mal für 4 Wochen. Wir haben uns die Option offen gehalten, danach wieder an die Messe zurückzugehen, einfach weil es natürlich eine andere örtliche Situation ist. Bei der Messe ist es natürlich sehr praktisch mit den Hallen, wo man durchfahren kann und so weiter. Aber wir haben mehrere Standorte uns angeschaut im gesamten Stadtgebiet und die Isarstraße ist der geeignetste Standort. Ich hätte noch eine Frage und zwar zur Maskenpflicht, unter anderem am Stadtmarkt und so weiter. Jetzt bin ich ja relativ oft auf dem Stadtmarkt und da fällt einem schon auf, dass vielleicht jeder die Maske trägt. Inzwischen hat es ganz schön nachgelassen. Wie wollen Sie das kontrollieren? Also zum einen werden wir in diesen Bereichen, wo jetzt Maskenpflicht schon ab jetzt gilt, auch wieder verstärkt Schilder aufstellen. Aber natürlich werden auch die Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungsdienst und so weiter wieder auf der Straße auch vermehrt natürlich die Menschen darauf ansprechen, dass eben die Maskenpflicht besteht. Die 20 zusätzlichen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, sind die jetzt noch on top zu denen, die im Ausschuss von vor ein paar Wochen bewilligt wurden? Und wie viel hat man dann insgesamt jetzt? Gut, also tatsächlich fällt mir schon langsam schwer, da noch mitzuzählen, weil wir ständig wieder neue Mitarbeiter bekommen. Also wir hatten ja vor kurzem davon berichtet, dass wir tatsächlich auch Neueinstellungen machen von Fachkräften. Das ist die eine Seite, da haben wir gesprochen von 13 plus 4 Kräften, die wir da einstellen und die jetzt tatsächlich nach und nach auch uns verstärken. Sind denn da schon welche erfolgt von diesen Neueinstellungen? Wir haben schon welche, die inzwischen schon für uns arbeiten und andere fangen dann demnächst an. Und die, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind städtische Mitarbeiter, die jetzt im Sinne von einer Taskforce zusammengestellt werden, um uns dann da nochmal massiv zu unterstützen und die eben dann morgen konkret schon vor Ort sind. Das sind auch nicht die einzigen städtischen Mitarbeiter, die uns helfen, muss man dazu sagen. Das sind halt die, die wir jetzt nochmal zusätzlich dazu geholt haben. Wir haben ja weiter auch städtische Mitarbeiter im Gesundheitsamt oder auch in der Bürgerhotline eingesetzt, die sonst ja auch andere Aufgaben haben, aber jetzt tatsächlich für diese Corona-Aufgaben schon seit längerem eingesetzt werden. Und eben der große Schritt, ab morgen dann nochmal 20 Leute, vielleicht sogar mehr, die dann nur noch dieses Thema bearbeiten, zusätzlich nochmal zu dem Team, das wir schon haben. Das heißt, das wird uns nochmal
erheblich unterstützen, sodass wir dann auch diese ganzen Fälle, die jetzt aktuell dann vorliegen und noch kommen werden, dann auch ganz gut bearbeiten können, denke ich. Es ist das gleiche System, was wir bei der Flüchtlingskrise schon hatten, dass wir gesagt haben, es ist ja eine temporäre Aufgabe und in dieser temporären Aufgabe wird eben Kernverwaltung mit hinzugezogen, um diese Aufgabe auch umzusetzen und gut abzubilden. Mhm. Und danach, wenn eben dieser Peak auch wieder vorbei ist, gehen die Kolleginnen und Kollegen wieder ganz normal zurück zu ihren Dienststellen. Darf ich dann gleich an Sie eine Anschlussfrage, die jetzt ab 35, ab dem Schwellenwert von 35 geltenden Einschränkungen, die werden wieder zurückgenommen, wenn man sich den 35 wieder annähert oder die gelten auch erstmal nur für 7 Tage oder... Nee, die gelten jetzt erstmal so lange, wie über der 35 sind. Also wir sind ja sozusagen in einem atmenden System drin. Das ist auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die uns durchs Grundgesetz vorgegeben wird. Man darf ja immer nur dann einschränken, wenn eben es entsprechend begründet ist, wenn ermessensfehlerfrei auch entschieden worden ist, ob es Verhältnismäßigkeit ist, ob es angemessen ist. Und das können wir natürlich nicht machen, wenn es wieder drunter ist. Dafür genau gibt es ja auch diese zwei Werte, 35 und 50. Wir orientieren uns sehr, sehr eng an dem, was eben diese 7. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung uns in Paragraph 25 auch mit auf den Weg gibt, wann, wie, was getan werden kann. Dann hätte ich noch eine letzte Verständnisfrage für mich. Die dann jetzt geltenden, ab Donnerstag geltenden Einschränkungen, was den Alkoholverkauf angeht, in konzessionierten Gaststätten, haben Sie gesagt, ist es noch erlaubt. Genau, also wenn da ist momentan noch gar nichts, also wenn der Wert unter 50 bleibt, ändert sich in konzessionierten Gaststätten erstmal gar nichts, aber es geht um den To-Go-Verkauf, der ab 21 Uhr verboten ist und der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum auf bestimmten Plätzen ab 23 Uhr. Das sind die Plätze, wo wir einfach in den letzten Wochen festgestellt haben, dass es dort zu Menschenansammlungen kommt, die Partyszene unterwegs ist und deswegen ist es da entsprechend unterbunden, weil man ja feststellt, überall deutschlandweit, dass immer da, wo Alkohol im Spiel ist, natürlich die entsprechenden Abstände nicht mehr eingehalten, wenn das Thema Maskenpflicht nicht mehr so ernst genommen wird. Und jeder, der am Samstagabend in der Marktstraße unterwegs war, ich war es nach der Friedenspreisverleihung, hat gesehen, da hält sich fast niemand mehr dran. Okay. Dann darf... Luca Fernholz, Radio Schwaben. Ich habe noch eine Frage bezüglich der 2 Schulklassen an den 2 Schulen, die jetzt in Quarantäne sind. Insgesamt haben wir 93 Neuinfektionen jetzt dazu bekommen. Handelt es sich dann wirklich nur um 2 Schüler? Gab es mehrere oder wie hängt das zusammen? Lässt sich da was sagen? Also Sie beziehen sich jetzt auf die 2 Schulklassen wahrscheinlich aus der letzten Meldung. Genau. Die wiederum beziehen sich aber auch auf die Fälle, die wir noch am Freitag gemeldet haben, also die von letzter Woche, da waren 2 Schulklassen dabei. Frau Wild hat es ja gesagt, dass wir jetzt auch neue Schulklassen wieder haben, die wir heute in Quarantäne schicken müssen und die wiederum sind größtenteils jetzt auf die Fälle von Wochenende zurückzuführen. Also das heißt Schüler, die am Wochenende gemeldet worden sind und wo wir jetzt bei den Ermittlungen festgestellt haben, dass die eben auch in bestimmten Schulen in Augsburg sind. Zwei Fragen. Die eine ist auch zu den Schulklassen. Da hatten wir bisher ja erst einen Fall von, dass sich Schüler in der Schule sozusagen, ein Schüler an der Schule dann angesteckt hatte. Gab es jetzt weitere Ansteckungen innerhalb von Klassen oder Gruppen? Also insgesamt haben wir inzwischen 3 Übertragungen von Schüler auf Schüler in den Klassen, die wir nachgewiesen haben, muss man ja auch dazu sagen. Ich kann natürlich nicht berichten über die wir nicht kennen, die es bestimmt auch gibt. Und tatsächlich waren es immer Einzelfälle. Also wir hatten jetzt in jeder Klasse maximal eben eine Übertragung nachgewiesen bisher. Das kann sich noch ändern, aber bisher schaut es ganz gut aus. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, weil wir ja schnell handeln. Also die Kinder, die kommen noch am selben Tag in der Regel in Quarantäne. Dadurch kann es ja auch kaum Übertragungen geben. Es ist eher sogar verwunderlich, dass es trotzdem Übertragungen gibt, obwohl wir ja die Quarantäne machen.
nicht auszudenken ist, was jetzt in Klassen passiert, wo wir die Fälle nicht kennen, wo die dann halt tagelang zusammensitzen und dann tatsächlich da möglicherweise im Verdeckten da Übertragungen stattfinden. Und ich hatte Ihnen ja vorhin die Grafik gezeigt, dass wir eben auch im Bereich der 10- bis 20-Jährigen doch durchaus relevante Anzahl an Fällen haben mit unbekannter Infektionsquelle, also nicht auszuschließen, dass sie sich eben bei anderen Jugendlichen angesteckt haben. Bisher haben wir tatsächlich aber auch keinen Fall nachgewiesen, wo wir dann in so ein Wespennest, nennen wir es mal, reingestochen hätten und plötzlich rauskam, dass da schon ganz viele Schüler erkrankt sind. Also sprich, wir haben jetzt keine konkreten Hinweise, dass da versteckte Infektionsgeschehen stattfinden, aber ausschließen können wir es eben zum derzeitigen Zeitpunkt auch nicht. Gibt es noch weitere Auswirkungen, wie jetzt zum Beispiel zum Zoo, zu den Bädern, also öffentlicher Nahverkehr, auch Orte, wo sich viele Menschen treffen? Bei all diesen gerade genannten Dingen, Botanischer Garten, Zoo, ÖPNV, Kirchweih, Messe, Konzerte von den Philharmonikern, Theater hinterliegen oder sind Hygienekonzepte hinterlegt. Und diese Hygienekonzepte sind ja genau darauf ausgerichtet, um eben Ansteckungen zu vermeiden. Dort ist sichergestellt, dass eigentlich Abstand eingehalten wird. Dort ist sichergestellt, dass nicht zu viele Menschen in einer Einrichtung auf einmal drin sind und so weiter. Und da ist jetzt nichts, wo wir sagen, da gibt es gerade ein entsprechend erhöhtes Infektionsaufkommen und deswegen sagen wir, das kann noch weiterlaufen. Aber wir werden es beobachten. Wir müssen einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Und da kann es natürlich passieren, dass wir da dann auch nochmal nachsteuern müssen, aber zurzeit ist es noch nicht geboten. Zum Thema ÖPNV auch nochmal kurz. Es ist aber nicht angedacht, dass jetzt wieder ein engerer Takt fährt oder etwas in der Art, weil... Dass der Takt wieder ausgedünnt wird? Ja, nein, nicht ausgedünnt, sondern intensiviert. Also der Takt ist momentan gut. Also ja. Sie haben es ja in der AZ letztens selber lesen können, dass wir ja immer noch einen viel besseren Takt haben als in vielen anderen Städten, die sozusagen normal fahren. Aber bei uns ist der Takt ja eh schon viel dichter als in anderen Städten. Für uns hat sich dieses System des sogenannten dynamischen Takts bewährt. Das heißt, dass in den Zeiten, wo einfach auch mehr Menschen im ÖPNV unterwegs sind, einfach auch sehr aktiv mehr Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ja teilweise in den Morgenstunden einen 3- bis 4-Minuten-Takt. Also da sind wir besser als der 5-Minuten-Takt. Aber am Nachmittag beispielsweise, wenn halt einfach wenig unterwegs sind, dann muss man keinen 5-Minuten-Takt fahren. Also das ist wirklich ein System, das gerade auch mit der Notwendigkeit oder der Anforderungen an den ÖPNV auch mitatmet. Okay. Und eine letzte Frage habe ich noch. Sie haben ja gesagt, die Hygienekonzepte auch wieder abklopfen von Gastronomen und so weiter. Das heißt, da muss man jetzt in nächster Zeit als Gastronom oder Einzelhändler oder so vermehrt mit einfach Ordnungsamt besuchen, vielleicht rechnen, die schauen, sind die Tischabstände noch okay und so weiter. Also es geht gar nicht mal so unbedingt um, also ja, doch, also ich empfehle jedem, der einen Gastronomiebetrieb hat, ein Einzelhandelsgeschäft, Friseurladen, Sonnenstudio, Nagelstudio und so weiter, dass einfach die Hygienevorschriften eingehalten werden. Es gibt Vorschriften dafür, angefangen mit Hände desinfizieren, Maske tragen, Plexiglasscheiben und so weiter. Und es bringt halt nichts, da hatten wir es gestern erst drüber, dass Plexiglasscheiben installiert werden, aber das Warengeschäft nebendran stattfindet. Also und insofern wird es natürlich schon auch ein besonderes Augenmerk sein, dass man das auch nochmal kontrolliert. Aber wie gesagt, jeder, der vor allem auch in den Dienstleistungsbetrieben verantwortungsvoll seit Wochen und Monaten mit dem Thema Corona und Hygiene umgeht, hat auch nichts zu befürchten. Dann waren das die Fragen. Ich danke den hier anwesenden Journalistinnen und Journalisten, aber auch den Zuschauerinnen und Zuschauern draußen, dass sie unserer Pressekonferenz gefolgt sind. Alle Informationen stellen wir natürlich auf augsburg.de zur Verfügung. Da bekommen Sie vor allem auch nochmal die genauen Regelungen aufgelistet, was jetzt gilt ab 35, was gilt ab 50. Es werden dort Karten hinterlegt sein, wo eine Maskenpflicht gilt, beziehungsweise wo auch Alkoholausschank bzw. Alkoholverbote gelten, sodass Sie bestmöglich informiert sind. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.